Gegrüßt sei der Adel und der Pöbel. Hallo. Ja, ich bin der Adel und der Baron ist der Pöbel. Hört. Hört. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhatte heute Morgen. Weinen. Woher weißt du das? Weil dein Spielstand so heißt. Wieso heißt der so? Ey, du Schwein! Ah ja, meine Schiffe sind unterwegs. Unterwegs. Und Roland treibt gut. Die treiben gut. Ha! Ich finde, meine Stadt sieht geil aus. Ich finde, so lassen wir das. Oder? Fakt ist auf jeden Fall, die Bäume müssen später wieder weg, wenn die Gleise verlegt werden. Für Fortschritt muss die Natur weichen. So ist es und so wird es immer bleiben. Oder was sagen Sie dazu? Krieg. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg, Helmfried. Och, Margret. Ich war so froh, über heute Nacht wieder allein zu schlafen. Ohne dich, nicht? Helmfried, hab ich vermisst. Ja, Margret. Das kann ich brauche einen Knuddelbär an meiner Seite. Knuddelbär-Baron. Margret, genau deswegen wollte ich die Scheidung. Helmfried, nicht Scheidung. Das Scheidung ist böse. Ich mag das nicht, Scheidung. Das ist doch voll teuer, oder Helmfried? Ja, schön. Okay, warte mal. So, da bin ich wieder. Moin. War schon weg. Stillgestanden! Stillgestanden! Da, 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 da. Hast du wieder die andere Musik oder wieder deine Playlist? Gerade die andere Musik, aber ich werde wahrscheinlich gleich wieder wechseln. Ah, ich lasse die andere Musik an. Ach nö, jetzt ist die Maus schon wieder verzogen. Ich hasse das. Jetzt ist sie richtig. Da muss ich echt drauf achten und da muss ich die Auflösung ein bisschen verändern. Also. Spielstand gespeichert.
Neue Befehle? So, genau ist er richtig. Alter, 5 Minuten und die Maus scheiße, ey. Da, 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 da. Schuften, schlafen, schuften. Jeden Tag dasselbe. Jeden Tag dasselbe. Thü, moi, die Weizenfelders. Hier oben ist Öl. Ich glaube, die ziehe ich mal hier lang, wa? So, Weizen kann man nie genug haben. Wie viel Einkommen haben Sie denn gerade, Herr Baron? 1000 gleich. Was? So wenig nur, du kannst einfach nicht wirtschaften. Ja, ich weiß. Wie viel hast denn du? 557. Well, Mikey. Yes, I know I'm very well. Oh, bald ist Silvester, Alter. Da freue ich mich schon das ganze Jahr drauf, ey. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Oh, ich hatte schon befürchtet, dass mich die Maschinen ersetzen würden. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert.
So, ein Weizenfeld und dann würde ich sagen, haben wir genug Weizen, ey. Kommt hier noch ein Lagerhaus in der Ecke? So, Karoffels gehen hoch, Fisch. Warum ist Fisch nicht so gut? Alter, mein Hafen ist so vollgeballert mit Fisch, ey. Wir brauchen mehr Fisch. Fisch für die Welt. Oh, Fisch. Brauche mehr Fisch. Nicht Brot für die Welt, sondern Fisch für die Welt. Oder wie hieß das? Was ich schade finde, das war bei Anno ganz geil. Da ging es immer quasi, wenn irgendeine Ration leerer wurde, hieß es dann immer. Ihre Ressourcen werden knapp. Ja, sowas in die Richtung. Mangelte Ressourcen. Oder ihrem Volk mangelt es an folgenden Ressourcen. Ne, ich glaube, die sind zu viel. Das ist zu viel. Zwei dazu, das reicht. Ich muss das. Leben muss runtergehen und Stein muss hochgehen. Wenn Stein runtergeht und Lehm hoch, diese Verteilung ist scheiße. Ich habe übrigens meinen Schreibtisch mal aufgeräumt. Mach keinen Scheiß. So, warte mal, ich brauch eins Handelskammer. Bringen Sie frohe Kunde? Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben dürfte, allererste Sahne. Neue Ziele? Allererste Sahne, sagt er. Ist es Ihnen gestattet, die Kälte weicht der Wärme? Hi. Hier könnten Sie sich erst im... Bitte wahren Sie Haltung. Flotte erwartet Befehl. Okay, ich mache jetzt eine komplette Weltreise, ey. Hier kommen bald die Eisenminen mitten in der Stadt, ey. Oh, was heißt bald? Die kommen jetzt schon. So, jetzt wie haben... geil eigentlich meine Insel hat, ist, ne? Ich habe hier so einen Wasserfall einfach, wo man so eine geile Brücke drüber bauen könnte, theoretisch. Das sieht schon geil aus. Aber nicht im Wohngebiet, sondern. Boah. Meine Eisenmine ist jetzt im Wohngebiet. Spielstand gespeichert. Thank you.
Ah, diesmal kann ich meinen Hafen nicht so gut sichern wie letztes Mal. Kann das so gedruckt werden? Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Dichteres trägt ihre Handschrift. Ich fühle das Chi, die Last der Scham. Ich fühle das Chi. Bereit für neue Befehle. Flotte bereit. Gut, dann fahr ich erstmal hier hin und dann fahr ich nach unten. Erstmal dort und dann nach da. Ha! Oh, diese Ruhe. Häfen, oder? Hafen, Seefahrer, Digga. Weißt du, wo du rauskommst? Immer an einer Stelle. Am Hafen. Was sagst du, Mark? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Tschadi, tschadi, schnoi, Schelmfried. So, hier brauche ich an sich nicht so doll verteidigen, weil hier ist ja nichts anzugreifen. So. Die Blueprints für die Verteidigungsanlagen, die stehen, hör mal. Moment, die Depots eben mal ausbauen! Ausbauen! Lalalala, was kostet denn noch? 10 Stein kostet ein scheiß Depot. Alter, Vater, ey. Warte mal. Hier, noch ein Eisenmine-Dings. Eisen! Spielstand gespeichert. Ah, ich muss auch irgendwo Platz für mein Öldepot lassen, ne? Boah, hier ist genug Platz. Wobei eigentlich sind die Depots hier. Ich habe ja halt hier hinten noch einen ungenutzten Haufen. Aber hier kann ich nichts mehr. Ich glaube, ich mache das anders. Warte mal, wie viele Depots habe ich hier hingesetzt? 1, 2, 3, 4.
Steht das Konzept? Jo, da steht. Steht wieder so eins. So schlicht und zuverlässig wie ein Grundpfeiler nur sein kann. Ich brauche einen. Du bist mutig. Alter, was macht denn die Piraten, Alter? Die rüsten voll auf. Guck mal, wie viele Schiffe hier rumfahren. Um ihre Insel, ey. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. So, auf jeden Fall, ich bin hier hinten an meiner Speicherhafen dran. Hier könnte ich eigentlich auch die Ölspeicher hinsetzen. Wichtig ist, der muss gut verteidigt sein. Das war auch ganz geil, irgendwie bei Anno 1404, die Monumente. Da hatte ich am Ende sogar immer Speicherstädte und sowas. Das war geil. Wie sagt man so schön? Gut verteidigt ist halb angegriffen. So, jetzt los. Dein Verhalten ist Vorbild. Mir gefällt, wie du deine. Nee! Jetzt habe ich aussehen, die Aufgabe geskippt. Jetzt muss ich da wieder zurück. Ein Erfolg. Das Touristenschiff. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Dann fahre ich erstmal zum Touri. Zum Touristenschiff. So, aber mal ganz im Ernst, jetzt lohnt es sich hier hinten anzugreifen, warte. Aber ich mache es dem Angreifer nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob ich jemals die ganzen Dinge ausbauen kann, aber das würde ich ja später sehen. Fakt ist, ich muss jetzt ja erstmal die Dinger hier. Gut, kann ich schon mal wieder drei abreißen hier, weil hier muss frei, hier kommt nämlich der Ölhafen mit Ölspeicher hin. Gut, das Ding lasse ich da. So. Wir haben jetzt unseren Speicherhafen. So, wir haben Weizen, Weizenmalz, Gerstemalz und Weizen. Davon musste ganz doll scheißen. So, und jetzt wollte ich jetzt mal erstmal hier hinten weiter, dass wir Brot kriegen. Warte mal, wollte ich jetzt die Weizen. Ich komme auf meiner eigenen Insel nicht zurecht, ey. So, ich brauche erstmal eine Handelskammer. Also die muss ziemlich zentral liegen, dass ich möglichst viele Bäckereien damit abdecken kann. Was heißt ziemlich viele, damit ich alle Bäckereien abdecken kann, die ich jetzt baue. Spielstand gespeichert. Weil da kommt jetzt dieser Apparillo hier rein und dann brauche ich keine Mühlen bauen. Eine Stadt der Hohlköpfe. Das Fehlen einer Schule in Portag bedeutet, die Einheimischen sind beschränkt. Wir können nur hoffen, dass diesen Hort der Ignoranz irgendwann eine Erleuchtung entspringt und sie diesen Fehler beheben und den Mangel abhelfen. Was? Ein Ort der Hohlköpfe. Habe ich auch noch nicht gehört. So, für Brot ist gesorgt. Brot für die Welt. Oh, ey. Da
Stimmt, eine Schule brauche ich hier auch noch. Die ist gar nicht so groß, weil die könnte theoretisch... Du wirst keine Schule. Hier reinpassen. Du kannst mir nichts verheimlichen. Schnell und sauber. Stillgestanden. Herr Admiral. Oh, die Bäume müssen leider weg. Oh, ich habe die Straße weggerissen. Ha, ich bin auch ein Hohlkopf. Ja, deine Insel heißt ja auch Dummhausen. Nein, die heißt Dummhausen. Lol, wie lange die gebraucht haben, bis man sie fällen kann. Viel Reichweite hat die Schule allerdings nicht. Dann wäre die nächste Schule hier hin. Stinkender fauliger Dreck. So, die Bauern, wie die Bauern auch einfach keine Schule brauchen, ne? Ich weiß nicht, über was ich mich beklagen sollte. Oh, für die Schule brauche ich Stahl. Stiel. Das wahre Glück auf Erden liegt auf den Rücken der Pferde. Das Glück der Erde liegt auf den Rücken der Pferde. Hey, wie soll das denn? Sagt man doch so. In Reiterkreisen. Mikey, du kannst nicht mal richtig reiten schreiben. Habe ich erwähnt, dass wir 5 Pferde haben? Warum auch nicht? Eins davon gehört mir. Eigentlich. Weil ich. Wie oft reitest du darauf? Als kleines Kind wollte ich ein Pferd haben. Hab mich dann auch erst drum gekümmert und dann hatte ich keinen Bock mehr, aber meine Mutter und meine Schwester kümmern sich darum. Aber ich bin geritten, ich habe sogar ganz viel Pokale. Flaggschiff steht schon. Ja, das ist schon alles 100 Jahre her. So, gib die Scheiße ab hier. Hallo, jetzt. Gib das doch ab. So, jetzt nochmal. Zweite Anfahrt. Tutu. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Willst du mich verarschen? Flotte legt ab. Oh, hallo Portdog. Hey, die Insel, die Little Wallet hat gegenüber von dir. Ja, die Little Wallet-Insel von der Prinzessin, das ist Dummhausen gewesen. Bereit für neue Befehle. Die Insel. Little ja, ich weiß, da wollte ich auch erst drauf. Das ist aber die Insel ist scheiße. Sind unterwegs. Ach ja, ich glaube, ich bin jetzt auf Port Dark sogar. Also nicht auf der jetzigen Insel, sondern... Wieso kann ich die Quest nicht abgeben? Koordinaten eingezeichnet. Das ist schon die zweite Quest, die verbuggt ist. Die eine Quest hat sie mir gesagt, suchen sie 0 von 0.
Und hier, die kann ich jetzt nicht abgeben. Segel! Segel! Kündet das Rascheln der Blätter von ihrem Erfolg? Das Kaiserhaus überbringt seinen Dank. Alter, die Geld gibt immer viel zu wenig Geld, ey. Koordinaten eingezeichnet. Wenn Sie sich jetzt dran halten und ab geht die Post. 30 Ziegelsteine will der. Alles klar, kauft die Scheißdinger doch selber. So viel habe ich neben meinen Fundus. Gut, habe ich doch. Ha. Aber die brauche ich. Brauche ich. Gott, jetzt habe ich nur noch 10. Oh, jetzt habe ich mich aber in die Schulden manövriert. Ich habe gerade minus 3000 Euro. Wie hast du das geschafft? Ich habe Gebäude ausgebaut und nicht auf meinen Geldstand geachtet. Normalerweise kannst du die doch dann gar nicht ausbauen. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt, aber offenbar ging das. Das ist ja hier die Great Question from the... Ja. Woher muss ich warten? Elos Vartos heißt es jetzt hier angesagt. Spielstand gespeichert. Pack May. Sie bewundern den Schwung meiner Augenbrauen? Eigentlich nicht. Wozu soll diese Speicher... Du kanntest meinen Vater nicht. Also ich kann gerade überhaupt nichts machen. Die Leute haben keine Quest und ich brauche 30 Ziegelsteine, damit ich... Ja, wie viel Geld kriege ich denn? 4000, yay. Oh, dann machen wir eine ganz kurze... Oh, nice. Führen? Gut, jetzt bin ich raus aus der Schulden. Hier ein solches Angebot nicht, weil ich jetzt Handelsrechte habe. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Ich wusste nicht, dass Idiotie neuerdings in Mode geraten ist. Aha, der Herr Saarbrück. Ach nee. Alles gut, ich hab's euch im Namen verliebt. Hä? Der hat auch. Apropos, wie sieht das mit dem Mauspfeil aus? Ich bin jetzt über der Kirche, ich krieg die Kirche an, er öffnet die Kirche. Sehr schön. Der eine Typ, den ich in der Liste hatte, hat auch FSC vor seinem Namen stehen.
Jawohl, ein Income von plus 1000. So, Kenners, jetzt stellt endlich mal Stissel her. Ich brauche Stissel. Stisselmann-Dissel. Und ich habe zu viel Wurstfabriken oder zu wenig Schweine. Ich muss noch mehr Schweinehöfe bauen, weil wir müssen ja später auch noch Seife bauen, wa? Seife, Seife, was ist Seife? Ich kann eine Ulme bauen. Was auch immer eine Ulme ist. Eine Ulme? Ja, eine Ulme, eine Blume. So, warte mal, ich werde... Uns geht das Material aus. So ein paar Metzgereien mal... Ihre Stadt ist attraktiv. Out of order setzen. So. Spielstand gespeichert. Kenn mich, mir fackelt hier noch alles ab. Oh.
Oh, ich habe 30 Stein. Flotte bereit. Wo bin ich? Da bin ich. Achso, ich warte übrigens vor, ich werde nur bis 16 Uhr machen. Danach gibt's bei mir verspätetes Mittag. What? Nur bis 16 Uhr. Und danach dann wieder. Abgelehnt. Nee, ist in Ordnung. Schade. Dann werde ich um 16 Uhr auch noch was essen. So, Kinders, wir müssen uns jetzt ja noch ein bisschen mit Eisen beschäftigen. Alter, ich produziere zu viel Wurst. Halt ey. Das Förderband an! Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Es lohnt sich innerhalb gewisser Beschränkungen. Ich lege Ihnen geradliniges Vorgehen. Fotografieren nach. Sie einen Leuchtturm. Ich fotografiere. Zack. Und dafür gibt er mir 13.000. Wow. Ja, das gilt unter Spionage. Sie sind das perfekte Behilfsgerüst meiner Vision. Wieso Spionage, wenn ich seinen Leuchtturm fotografiere? Achso, seinen eigenen, okay. Bei mir stand das letzte Mal da, Spionage irgendwas, klar. Ich habe jetzt für ihn seine Insel ausspioniert. Manchmal ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Boah, Überblick, Schmüberblick, sag ich dazu, wa? Ah, ich habe immer noch keine Schule. Weil ich immer noch keinen Stahl habe. Wo weil ich noch kein Geld habe. Ich habe genug Stahl, genug Stein, genug Holz, also deutlich genug Holz. Ich muss mal gucken, wo ich die Kühler hinten hin. Ich kann Holz verkaufen. Ich glaube. Ich hau die Dinger hier hin. Ne, hier ist blöd. Hier ist Öl. Fuck, meine Insel ist zu klein. Hier ist noch Platz. Sie haben es in vollen Zügen genossen. Überaus reizend. Spielstand gespeichert. So, Kohle kommt auch ran. Oh, wieso gehen jetzt die Kartoffeln runter? Von mir aus freigegeben. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Kompromissloser Journalismus! Gebratene Enten fliegen einem selten in den Mund. Doch bei Ihnen ist alles möglich.
Ach, das ist Port Dark. Ich wundere mich gerade, hä, wieso kann ich ja nichts machen? Oder wieso sieht das hier so anders aus? Hallo. Lotto bereit. Flotte segelt in Formation. Dies ist die Vermählung von Himmel und Nein. Es ist unmoralisch. Spielstand gespeichert. Riskant, anderen. Bitte wahren Sie Haltung. Neue Ziele? Tribe Good. Ein Paradiesvogel. Vogel, Vogel, Vogel. Tralalala. Elfvogel. Werkstätten sind voll groß, ne? Oh, dafür brauche ich Stahl.
Was für Werkstätte sind groß? Die Kanonen. Achso. Flotte bereit. Ich habe alle Bedürfnisse erfüllt und trotzdem geht mein Income nicht hoch. Ich verstehe es nicht. Oh, ein Auftrag bei der Piratenbucht, ey. Komm, ey, no risk, no fun. Ich verurteile sie zu. Sie kommen ganz leicht davon. Stillgestanden, Herr Admiral. Die Pause ist... Spielstand gespeichert. Ach gut, dann... Segel! Neue Befehle? Lotto legt ab. Neue Befehle. Ein Bollwerk gegen Banausentum. Okay. Jetzt habe ich mein Income wieder unter Kontrolle. Die Segel zu setzen. Sind Sie fertig? So schlicht und zuverlässig, wie ein Grundpfeiler nur sein kann.
So, Stahl wird jetzt hergestellt. Jetzt dringe ich in das Piratengebiet ein, ey. Ich hoffe, ich kriege meine Schiffe da hier raus. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ach, ernsthaft, Kirchenglocken. Ist irgendwo da. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen. Jeden Tag eine gute Tat? Ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten. Handelskammer, Getreidefrucht. Wow, das brauche ich nicht. Weil ihr habt ja Getreidefruchtbarkeit. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. So Leute, ich brauche Stahl, damit wir... Warte mal, ich brauche auch noch Hopfen. Mann, ich will richtiges kopieren können, nicht dieses komische... Oh. Das haben wir uns verdient. Ein Hof ohne Felder? Ein Hof ohne Felder?
Jedes Detail sollte sich im fertigen Schiff widerspiegeln. So, wir sind auf Piratengebiet. Piraten? Warum sind die Piraten so gut in Mathe? Neue Ziele? Ja, wir abdrehen, ist klar. Laufen Koordinaten an. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Habt ihr das? Stillgestanden, Herr Admiral. Feindliches Ziel erfasst. Spielstand. Ja, wenn immer mehr Schiffe hier. Neue Befehle? Von den Piraten. Oh Gott, die Piraten kommen. Hallo. Hey, Fried. Die Piraten kommen. Hey, Fried. Was machen wir denn da? Abknallen. Abknallen. Hey, Fried, ich hab aber nichts zum Knallen. Nimm mich, Marco, nimm mich. Aber Helmfried. Okay. Da ist doch schon, die Munition ist doch leer. Aber ich habe noch nicht mal angefangen zu schießen. Ja, da kommt ja nur Rauch. Da kommt ja nur Rauch raus. Jetzt unterstehen wir keine Schreckschusspistole. Frieda, aber selbst bei der Schreckschuss kommt noch ein bisschen Mündungsfeuer mit. Morgrit. Helfried. Rücken Sie endlich mich an, Morgrit. Fall erledigt. Formation einnehmen. So, ich will jetzt, wenn ich schon mal hier bin, will ich ein paar Piraten töten. Piraten. Lotto bereit. Ich weiß auch nicht, auf welchen. Die fahren hier nämlich alle durch den anderen. Wenn ich in die Nähe komme, drehen sie ab. So, ich bleib jetzt an denen dran hier. Ich muss nur aufpassen, dass der mich nicht in eine Falle lockt. Formation einnehmen. Morgrit. Hey, Fried. Fangen wir nochmal neu an. Nein. Warum, hey, Fried? Weil ich dich nicht mehr liebe, Morgrit. Hey, Fried. Ich kann... geht schon Peter. Berufsrisiko. Lotte, zum Angriff. Was willst du mit dem Peter, Morgrit? Der liebt mich im Gegensatz zu dir. Ihre Banner verlieren ihre Farbe nicht. Lol. Hi. Nice. Zwei Piraten getötet. Was habe ich denn hier? Ein Charakter-Item, der olde Piratenhut. Ich weiß zwar nicht, was man mit Charakter-Item machen kann, aber ich hab's.
Ja, so beeinflusst Kirchen. Reichweite plus 10%. Gut, aber ich fahre jetzt zurück. Da habe ich zwei Piraten getötet. Flotte segelt in Formation. Flotte segelt in Formation. So, Fisch ist gleich voll. Genauso wie Bretters und Schnaps. Die Flammen sind und außer Kontrolle. Was? Wo brettert? Hä? Die Flammen sind außer Kontrolle. Ich sehe kein Feuer. Oh lol. Bei mir brennt's. Oh, da ist keine Feuerwehr. Zack. Und zack. Ah, das sind ja auch nur die Bauern, die sind nicht so wichtig. Oh, hat er nicht gesagt. Kartoffelfruchtbarkeit bereitgestellt, eine tolle Zeitung. So. Stopp! Ruder! Ruder, Jakob, Ruder, Jakob. Nichts über den Versuch. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Wo sind's denn? Tor sind's ja. Steuermann? What the fuck? Sie passiert hier? Mir ist gerade zweimal hintereinander die gleiche Putze explodiert. Leute, was macht ihr denn da? Spielstand gespeichert. Hi. Was? Ach nee. Da bin ich. Ich wollte gerade sagen, Piratenschiff so nah an meiner Insel, das kann nicht sein. Die dürfen nicht hier sein. So, Kinders, jetzt habt ihr hier Schule, jetzt seid ihr keine dummen Menschen mehr. Eigentlich darf in Domhausen keine Schule gebaut werden. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Das waren zu viele Handwerker. Hey Fried. Oh gut. Ich habe ein Problem. Ich brauche Geld. Ja, du bist ja nicht die einzige Mortal. Du hast doch mega viel Geld. Wir machen hier. So, jetzt Problem gefixt. Alles gefixt. Ich hab kein Geld. Gar kein Problem. Also ich hab wirklich kein Geld. Ich hab 400 Dollar. Euro. Was auch immer. Geld halt. Münzen heißt es, glaube ich. Hier. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich brauche jetzt Bier. Bier. Kein Bier vor 4. Warte mal, wie viele Segeltücher habe ich? Ja, Segeltücher. So, das hier mache ich mal aus. Wie viel Stahl? Oh ja, Stahl ist aber unten. Hammer. Stiel. Flotte erwartet Befehle. Oh, ich fahre gerade mit vollen Schiffen hier lang, ey. Hi. Moritz, ich will meine Million zurück. Hey Fried, ich hab dir doch gesagt, du sollst ins Casino gehen. Moritz, ich hab nicht auf dich gehört, Moritz. Hey Fried, ich hab dir gesagt, die Bank gewinnt immer. Aber nein, du hörst ja nicht auf mich. Hey Fried, tut mir übrigens leid, weil ich mich manchmal so komisch anhöre. Ich bin im Stimmbruch. Moritz, gar kein Problem daran. Habe ich mich auch schon gewöhnt. Wenn du damit fertig bist. Margret, du bist für mich das Ein und Alles, Margret. Hey, Frieda, gleiche wollte ich über dich auch gerade sagen. Du bist die Eine. Margret. Hey, Fried. Was bedrückt dir den Schuh?
kann ich nichts platzieren, Moped. Hey Fried, warum das denn nicht? Das Strand. Hey Fried, dann musst du den Strand wegmachen. Moped, ist das alles hier verknießknaddelt? Verknießknaddelt? Morgrit, du betrügst mich. Gib's zu. Ja, mein Peter, Helfried. Na gut. Und der Dieter ist auch manchmal dabei. Aber oh. Der Dieter, der ist doch so dick. Ja, deswegen ja. Und ab und zu kommt der Klaus auch noch mit. Oder dann gibt's so eine richtige Swingerparty. Morgrit, kommst du dir da nicht benutzt vor? Ah, Helfried, die Frage ist, wer benutzt wird. Was? Ich benutze nur. Morgrit, du warst schon immer sehr emanzipiert. Ja, Marzipan ist ja auch lecker. Helfried, ich hab kein Wasser mehr. Oh fuck, Helfried, ich hab meinen Computer gehauen. Was hast du mit deinem Computer gemacht? Oh Gott, ich. Hey Fred, ich wär fast vom Stuhl gefallen. Mit dem Stuhl umgekippt. Oh Gott, du sitzt im Rollstuhl. Das wär vertraut. Ja, hey Fred, ich hab leider Kamera nicht angehabt. Oh Gott, trinkst du schon wieder? Ich hab die Flaschen klauen hören. Ach so, Helfried, ich mach eine nachgestellte Szene. Oh, selbst wenn ich die Kamera an hätte, das hätte man nicht gesehen. Hallo! So, Fakt ist. Margret, da war gerade ein ganz komischer Mann im Fernsehen. Was, echt? Was denn für ein komischer Mann? Das geht ja gar nicht. Und der kommt übrigens auch mit. Nee, Margret. Nicht der. Alles nur nicht der. Was hast du da nicht, der Mikey? Nee, Margret, der Mikey, der ist. Nee, Margret. Hallo! Was höre ich da? Herr Baron, sind Sie das? Na, Mikey, für heute weg, wir auf jeden Fall nur Margret, ja? Ja, aber Herr Baron. Herr Scholz, bitte. Ich hab die Margret noch nie gesehen, ja? Heute zum ersten Mal. Wir werden dann soweit. Mikey, das glaube ich doch aber nicht. Auf die Minute, wie immer. Heute ich muss jetzt gerade ein bisschen lektionieren. Das tut mir sorry. Ich werde es umgehend ändern lassen. Aber ich brauche Moneten. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Gut, so viel hätte ich gar nicht lektionieren brauchen. Aber hey, ihr habt Moneten und kann jetzt Bier herstellen. Kein Bier vor vier. Warum geht ein Hopfen eigentlich hoch? Sie haben an Einfluss gewonnen. Meine Stadt ist so klein, ey. Helmfried? Nee, Mark, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben jetzt. Ist die Herbsternte warum nicht? Nicht mit dem Mikey. Sie haben Xin gezeigt. Integrität. Aber Helmfried, du bist Mark. Mein Ein und Alles. Nee, Mark, aber... Ohne dich kann ich nicht. Dann geht doch mit dem Mikey, aber nicht mit mir. Nee, der ist ja... Nee, der ist mir zu alt. Was heißt hier alt? Ja, was heißt hier alt? Erst mit 90 ist man alt. Ich bin erst 69. Warum wollen die eigentlich Seife haben? Seife? Gibt es Seife? Nicht. Was ist Seife? Es gibt jetzt Bier und nicht Seife.
Bruder. Helmfried, du hast einen Bruder? Nee, Mark, hab ich nicht. Zumindest keinen, mit dem du nicht schon im Bett wärst. Was? Mark hat einfach so eine richtige... Oh, die Kimmer ja auch noch im Maul. Die gute Havanna. Havanna voll. Oder weg. An die Segel und blasen. Was? Das sagt er. Das weiß ich. So, Kenners, jetzt können wir kommen und mir den Krieg erklären. Ich bin's bereit. Eigentlich ja nicht so, aber hey. Das ist nun wirklich skurril. Spielstand gespeichert. So. Neue Ziele? Hä, ernsthaft? Ich muss jetzt eine Weltreise machen hier. Wo sind meine Schiffe überhaupt? Oh, lol. Also machen wir mal einen kurzen Zwischenstopp in Dumhausen, weil ich ein bisschen Krams abladen muss. Helfried, ich hab zu viel Scheiße bei. Der Toilette. So wie immer, Margret. Und die Dixie-Klos sind voll. Alles anhalten. Zurück an die Maschinen. Brauerei. Okay, also der Typ findet alles negativ gut, alles gut und negativ. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt den Krieg erkläre, findet er das gut. Jo. Vermutlich. Thank you.
Na, damit. So, was kostet eine Brause? So, Kinders, es gibt Bier. Und jetzt treibt mein Income hoch. Wobei, ich schalte Bier erst nochmal aus. Denn erstmal muss ich was ins Lager haben. Ich glaube aber nicht, dass mein Hopfen reicht. Langsam die Schiffe einfach sind, ne? Ja, Mikey. Helmchen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so toll ausfallen, wegen. Aber doch nur Positives. Geringes Explosionsrisiko, Gelddruckmaschine, Konkurrent besiedelt Insel. Man hat noch nicht einmal lektioniert in dieser Runde. Nee? Nö. Nee. Ich musste leider schon mal lektionieren. Und zwar 15%. Oder doch, ich glaube, ich habe einmal lektioniert, als alles negativ war, aber da habe ich auch nur eins lektioniert mit einem plus 5. Oder? Nee, gar nicht. Das war letzte Runde. Nee, ich habe diesmal noch nicht lektioniert. Und das wird auch so bleiben. Die Waschmaschine ist am Piepsen, hör mal. So. Ich hoffe, dass mir das Bier jetzt wieder in die grünen, in die schwarzen Zahlen bringt. Dass ich dann im nächsten Schritt alle Blaupausen hoch ausbauen kann, die ich habe. Und ja. Steinstraßen. Du hast ja auch schon Handwerker, oder? Ja. Ja. Bist du schon in der neuen Welt? Ich bin noch in den Vorbereitungen. Vorbereitungs. Schiff steht zu Diensten. Neue Befehle? Flotte segelt in Formation. Achtung, der Bord.
Oh, Polizeiwachen brauche ich ja auch noch. Ist es getan? Deine Methoden würden mich interessieren. Lotte bereit. Spielstand gespeichert. Jo, wie jetzt mein Income wieder hochgeht. Wegen Bier. Das Problem ist, dass mein Bier hält nicht lange vor. Die Waffenruhe wurde beendet. Wieso fehlen so viele Bauern? Meine Frau und die Kleinen haben sich schon ewig nicht mehr bewegt.
Ich hoffe, Sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk. Spielstand gespeichert. Jetzt sind die Bauern plötzlich wieder da. Verstehe nicht. Eine einmalige Reise. Einmal und nie wieder. Hä? Stillgestanden. Es lohnt sich. Sie beweisen Geschmack. So, jetzt brauche ich Seife. Wieso geht ein Weizen jetzt runter? Ich könnte ein paar Bäckereien abklemmen. Wann geht's hier denn? So. Jetzt dürfte Weizen wieder hochgehen. Bei Brot haben wir echt genug. Alles Schöne bleibt unter einem undurchdringlichen Dunstschleier verborgen.
Produktivität plus 40%. Attraktivität plus 40%. Oh, sehr schön. Meine Hochöfen und Stahlwerke haben jetzt Produktivität 40% mehr und Attraktivität 40% attraktiver. Nice. Hä? Dem Anschein nach ist das ja die blasseste Form von Mittelmäßigkeit. Wer ist die eigentlich? Was ist das hier? Bente Jorgensen? Das ist ja nicht Bente, die macht ja gar nicht mit, ey. Etwas von meinem Glanz. Flotte beginnt Geleitschutz. Spielstand gespeichert. So, jetzt gibt es Seife, dann habe ich alle Bedürfnisse erfüllt von den Arbeitern und von den Süß Bauern. Süß wie Honig. Und dann will ich mich ransetzen und alle Blaupausen ausbauen. Es ist nicht lang her, da hätte ich... Du bist mutig. Der Falke ist bereit. Eine kleine Luke. Flotte bereit. Da. Selbst wachsen will, ich schwebe wie auf Wolken. Ist die Maus wieder verschwunden, weil die Maus aus dem Bildschirm rausgetappt ist, ey. Wie süß erregend. Hast du wieder Steuerung Shift R gedrückt? Nein. Ein Fotomodus gemacht? Ja. Daran liegt's. So, dann wechsle ich den Fenstermodus und schon ist die Maus wieder direkt. Da muss ich echt drauf achten, ey. Sonst, wenn ich gleich drauf achte. Ach nö. Flotte erwartet Befehl. Unterwegs. Neue Befehle? Volle Fahrt. Koordinaten eingezeichnet.
Die Wellen waren mir. Dass du jetzt blau bist, ja, das irritiert mich immer. Admiral auf der Brücke. Die Menschen lassen sie hochleben. Ey. Oh, Alter, ein Stadtfest in Dummhausen und schon habe ich plus 3371 Income. Oh Gott, wenn das Fest, wenn das Fest vorbei ist, dann fällt der Scheiß wieder. Oh, jetzt ist diese Quest schon wieder. Wieso kann ich die Quest nicht abgeben? Ich hasse das. Komm hier, behalt deine Leute, da hast du sie. Ich hab sie jetzt einmal über Bord geworfen. Koordinaten eingezeichnet. Bruder! Spielstand gespeichert. Sind unterwegs. Sind Sie fertig? Ich bin froh, Ihrem Leben einen Sinn zu geben. Boah, Alter, Typ, ich bin froh, Ihrem Leben einen Sinn zu geben. Flotte geht auf Fahrt. Es ist irgendwie seltsam hier. So. Hopfen geht runter. Dann habe ich ja wohl doch zu wenig Hopfen. Da ist Hopfen und Malz verloren. Von mir aus freigegeben. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Ich schätze, so kann man es auch formulieren. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Mir gefällt, wie du deinen Laden im Griff hast. Neue Ziele? Ich wünsche mir Einigkeit in Harmonie. Wir stehen dicht zusammen, wie Bambus am Fluss. Boah, sicherlich tun wir das. Ich sind die geistig arm. Die Waren stapeln sich hier.
Tag auch. Spielstand gespeichert. Schönen Tag auch. Das hört sich an wie die Frau Merkel. Sehr geehrte Bundesbürger, schönen Tag auch. Ich kann das nicht. Sehr geehrte Bundesbürger und Bundesbürgerinnen. Genau. Heute werden wir gemeinsam andenken, um gemeinsam eine Lösung zu finden für die Probleme, die wir heute haben hier in unserer anderen Welt. Was? So, ich werde so langsam für Feierabend machen. Was? Das ist noch keine 16 Uhr. Aber mich verlässt schon die Lust. Lust? Wo drauf? Mich verlässt die Lust. Ich habe keinen Bock mehr auf Anno. Oh, harte Worte hier vom Baron. Gut, ja, wo bin ich jetzt dran? Ich weiß gar nicht. Ich habe alle Bedürfnisse erfüllt. Ja, wir machen Feierabend. Ach ja, apropos Bedürfnis. Warte mal, wie viel Seife habe ich? Seife, was ist Seife? So, ich schalte jetzt Seife frei für die Leute. Boah, Seife ist jetzt nicht so der Bringer im Geld, ne? Seife verbraucht sich auch kaum. Du brauchst eine Seifenfabrikanlage. Und das war's. Mehr brauchst du eigentlich nicht im gesamten Spiel. Ich hatte auch im letzten Spiel schon nur eine, glaube ich. Gott, dein Gott in Wortes Ohr. Wir machen hier nichts. Na, wollen wir mal gucken, wie sich das hier so verhält mit der Seife. So, allerdings, jetzt ist erstmal hier Feierabend. Vielleicht kommt heute noch ein Anno-Stream, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Hängt vom Baron ab. Also wenn heute kein Anno-Stream mehr kommt, hat der Baron Schuld. Kann ich mitleben. Okay. Dann sage ich jetzt mal, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Hauen Sie rennen! Tüdelü! Ach ja, nochmal speichern. Ende!